So, gestern war die Gamescom. Und da gab es natürlich auch ein paar Trailer, wovon ihr jetzt hier während dieses Zockpots schon etwas gesehen habt. Hoffe ich zumindest, wie gesagt. Copyright. und ich möchte darauf nochmal ein bisschen eingehen. Und zwar wurde zum einen recht groß gezeigt die Map Paracel Storm. Das ist eine Inselgruppe im südchinesischen Meer. Und sieht ganz cool aus. Und gleichzeitig wurde auch der Obliteration-Modus gezeigt. Das Ganze ist ähnlich wie Capture the Flag. Es müssen da 3 Zielobjekte verteidigt werden. Also jede Mannschaft muss 3 Zielobjekte verteidigen. Außerdem spawnt am Anfang der Runde eine Bombe irgendwo auf der Map. Und diese Bombe muss man sich eben schnell schnappen. Es gibt nur eine, wie gesagt. Sprich, beide Teams rennen zu dieser Bombe, schnappen sich die und müssen dann mit dieser Bombe ein gegnerisches Zielobjekt zerstören. Sobald es passiert ist, beziehungsweise sobald eine Bombe hochgegangen ist, spawnt wieder an einer anderen Stelle eine Bombe und das ganze Spiel geht von vorne los und gewonnen hat, wer zuerst alle 3 gegnerischen Zielobjekte zerstört hat. Finde ich ganz interessant, finde ich ganz cool. Muss man schauen, inwieweit es wieder wie Capture the Flag extrem den Campern zugutekommt, die einfach um ein so ein Objekt rumstehen und dann einfach alles wegballern, was da so in die Quere kommt. Weil, wie es ja in Battlefield 3 auch leider ist, gibt es immer weniger Leute, noch gibt es sie, aber es gibt immer weniger Leute, die wirklich fürs Ziel spielen, sprich diese Runde zu gewinnen, als vielmehr für die persönlichen Stats, sprich möglichst viele Kills. Was ich sehr schade finde, weil es ist nun mal ein Teamplay. Auf PlayStation 4 und Xbox One sollen in dem Modus Obliteration 32 Spieler gegeneinander spielen, also 16 gegen 16. Und auf der PlayStation 3 und Xbox 360 sollen es 24 Spieler sein, sprich 12 gegen 12. Auf dem PC soll es allerdings mehr werden. Wie viel, weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, 64 Mann in dem Modus würde ich, glaube ich, nicht spielen, weil man da auf gar keinen Fall zu einem Ziel kommt. Meiner Meinung nach. Wenn da 32 Spieler gegen einen spielen, da rennst du einfach immer wieder gegen eine Wand. Kommen wir noch einmal zurück auf Paracel Storm. Muss ich sagen, finde ich sehr schön, weil es eben auch so ein bisschen Natur ist, ne? Ich als Nature Boy mag ja sowas, habe ich schon mal gesagt, hier in diesem Zockpot. Der übrigens extrem lang wird. Ich habe das gar nicht so geplant, aber ich bin gerade so drin. Ich habe Spaß und ihr hoffentlich auch. Insofern rede ich einfach mal weiter. Paracel Storm ist ganz schön. Es sind kleine Inseln, es ist grün, es gibt kleine Häuser. Und es gibt Windmühlen. Die nenne ich deswegen, weil nämlich in dem Trailer die Windmühlen den Punkt bezeichnen im Trailer, der am eindrucksvollsten wird, sag ich mal. Und zwar, es zieht ein Sturm auf und ein kaputtes Kriegsschiff kracht dann einfach mal in so eine Insel hinein. Und daraufhin kann man dann, habe ich irgendwo gelesen, muss ich nochmal nachschauen, ich hoffe, ich kriege die Quelle hier in die Videobeschreibung. Daraufhin kann man dann die Waffen des Kriegsschiffes nutzen und gegen die Truppen auf den Inseln einsetzen. Und das muss ich sagen, finde ich recht geil. Das ist auch das, wovon DICE die ganze Zeit spricht, nämlich von Levolution. Ne? Tolle Wortschöpfung, finde ich aber allerdings tatsächlich ganz passend. Und zwar ist es ganz geil, weil sich einfach innerhalb eines Matches wirklich etwas ändert. Zu einem gewissen Maße dynamisch. Am Anfang starte ich, ist alles schön, ist gutes Wetter, ist schick. Und zum Ende der Map regnet es, es ist Sturm, es steht plötzlich ein Kriegsschiff auf der Insel. Und die Verhältnisse sind einfach komplett andere. Sprich, man muss dementsprechend eventuell sein Equip anpassen. Man muss andere Waffen nutzen. Man muss vielleicht sogar ein Nachtsichtgerät nutzen. Nur solche Dinge. Und das finde ich recht geil, weil das, obwohl Battlefield 3 schon sehr abwechslungsreich war, man konnte unendlich viele Stunden Spaß haben in diesem Spiel, wird es bei Battlefield 4 somit noch abwechslungsreicher, noch unvorhersehbarer, was denn eigentlich passiert.
Bisher waren es eigentlich immer nur die Spieler, die dieses Unvorhersehbare hineingebracht haben. Und jetzt kommt das Spiel an sich den Spielern auch noch entgegen, weil es eben so viele Dinge gibt, die sich ändern und die man als Spieler auch aktiv verändern kann. Ich gehe davon aus, dass eben dieses Schiff immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, nach einer bestimmten Ticketzahl oder was weiß ich was, immer in diese Insel kracht. Was dann auch wieder ein bisschen problematisch meiner Meinung nach ist, weil nämlich dann alle Menschen sich um dieses Schiff beziehungsweise um die Stelle scharen werden, wo das Schiff dann auf die Insel trifft, zu einem bestimmten Zeitpunkt der Runde und dann dementsprechend sich die Schlacht ausschließlich auf dieses Schiff verlagert, beziehungsweise diese Region. Und es könnte dann ein bisschen problematisch beziehungsweise langweilig werden. Dementsprechend hoffe ich, dass dieses Schiff an verschiedenen Stellen einschlagen kann. Sprich mal in der Insel, mal in der Insel, sodass es wirklich unvorhersehbar ist und dass eben nicht alle Spieler zu einem bestimmten Punkt rennen. Aber dieses Levolution, ja, ich habe das mal so ein bisschen auseinandergenommen, bezeichnet im Grunde genommen die Evolution einer Map. Also das heißt, es finden Veränderungen statt. Ne? Das sind kleinere als auch größere. Ein großes ist natürlich zum Beispiel dieses Schiff oder der umstürzende Wolkenkratzer. Aber es gibt auch kleine Sachen. Da habe ich zum Beispiel unterschiedliche Dinge gesehen, wie zum Beispiel, dass ein Spieler auf einen Lichtschalter in einem Gebäude schießt und plötzlich gehen alle Lichter aus. Ja, dann ist es dunkel. Und du als Spieler, der darauf geschossen hat, der sollte natürlich ein Nachtsichtgerät dabei haben, beziehungsweise einen Aufsatz auf der Waffe, damit er in der Nacht gut gucken kann. Und dann hat man eben den klaren Vorteil und kann die Gegner ausschalten, weil die in dem Moment dann absolut nichts sehen. Und das finde ich recht geil. Genauso habe ich eine Szene gesehen, in der eine Straßensperre per Knopfdruck ausgelöst wurde. Sprich, da sind dann so Pfeile hochgefahren und dann konnte da eben kein Jeep mehr durchfahren. Und das macht man eben alles als Spieler. Oder man... Ein Gegner sitzt in einem Waggon und die Tür wird geschlossen. Kannst du auch als Spieler machen. Nur solche kleinen Dinge, wo, wie gesagt, das Spiel einem entgegenkommt, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Und das finde ich echt richtig geil. Manche Maps sollen auch komplett geflutet werden. Das ist anfangs auf dem Trockenen und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo plötzlich eine Flutwelle kommt oder sonst was und plötzlich steht alles unter Wasser. Man rast mit Jetskis durch die Häuser hindurch. Das finde ich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es geht immer mehr, wovon ich immer wieder rede, immer und immer wieder. Ich weiß, den einen oder anderen wird es wahrscheinlich langweilen. Aber es geht immer mehr in die Dynamik des Spiels. Das Spiel an sich wird dynamisch und nicht die Spieler, die darin spielen. Und das ist richtig, richtig geil. Was ich gesehen habe in den Trailern, was alles so gesagt wird, verspricht Battlefield 4 tatsächlich in diese Richtung zu gehen. Und das ist etwas, was ich mir schon vor Monaten gewünscht habe. Wer den letzten Zockpot von mir gesehen hat, der wird sich daran erinnern. Und deswegen bin ich, muss ich ehrlich gestehen, immer zufriedener mit Battlefield 4, beziehungsweise immer aufgeregter, was Battlefield 4 angeht. Anfangs war ich ja ein bisschen skeptisch. Ich habe halt gesagt, ja, gut, wird halt ein Battlefield 3 in besserer Grafik, ansonsten eben immer das Gleiche. Aber jetzt, sie haben sich tatsächlich wieder ein bisschen was Neues einfallen lassen. Und wenn sie so weitermachen, dann sind wir vielleicht bei Battlefield 8 oder so genau da, wo ich hin möchte. Vielleicht ja aber auch schon früher. Es gab, als letztes Thema, es gab in der letzten Zeit immer mal wieder das Gerücht, dass Battlefield 4 die gleichen Systemanforderungen hätte wie Battlefield 3. Denn auf der offiziellen Seite... beziehungsweise ich weiß nicht, wo es genau stand, es müsste aber auf der offiziellen Seite gestanden haben. Dort standen diese Daten, exakt die gleichen Daten wie bei Battlefield 3, zu den Systemanforderungen von Battlefield 4. Später ist allerdings herausgekommen, und ich hoffe, dass dann auch die letzten von euch das jetzt mitbekommen, dass das nur ein Platzhalter war. Sprich, Battlefield 4 benötigt definitiv höhere Systemanforderungen als Battlefield 3. Ist ja auch ganz klar, weil die Frostbite Engine... Ich habe übrigens irgendwann in diesem Video Frostbite 2 gesagt, glaube ich. Das tut mir leid, es ist einfach nur die Frostbite Engine. Ne?
Denn die Frostbite-Engine wurde in Battlefield 3 nur zu 30% eingesetzt und in Battlefield 4 wird sie zu 80% eingesetzt. Sprich, wir können davon ausgehen, dass die Anforderungen nahezu doppelt so hoch sind als von Battlefield 3. Sprich, einige Menschen werden Battlefield 4 nicht ruckelfrei spielen können. Die Leute, die jetzt schon mit Battlefield 3 auf den niedrigsten Einstellungen Probleme haben, werden Battlefield 4 wahrscheinlich gar nicht spielen können. Die minimalen Battlefield 4 Systemanforderungen, ich habe jetzt nur eine Seite gefunden, wo das schön aufgelistet war, und die ist vom Juni, sprich, ist auch schon wieder ein bisschen älter, das tut mir leid. Wer was Neueres hat, der kann mir gerne einen Link unter das Video schreiben und ich setze den Link dann in die Videobeschreibung. Die minimalen Systemanforderungen für Battlefield 4 sind, die seht ihr jetzt hier auch eingeblendet, ein Dual-Core-CPU. Gut, sagt jetzt erstmal nicht viel aus. Also ein i5 von Intel oder ein AMD Bulldozer. 2 GB Arbeitsspeicher, eine Grafikkarte mit 256 MB RAM und DirectX 10 Support und natürlich 20 GB Festplattenspeicher, kennt man aber auch von Battlefield 3. Optimal soll sein Quad-Core-CPU, also ein i5 oder ein i7 bei mindestens 3 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher oder 8 GB bei 64-Bit-Systemen, DirectX-Grafikkarte mit mindestens 1 GB VRAM, sprich, das entspricht einer GTX, ich nenne jetzt einfach nur eine Nvidia, weil ich von AMD leider nicht so viel Ahnung habe. Entspricht einer GTX 570. Ist das richtig, was ich sage? Oder die? Ich glaube, die 570 hat 1,2, ne? Blende ich jetzt auch noch mal einen im Nachhinein. Die GeForce 600er Serie müsste sogar ausreichen. Müsste. Und die AMD Radeon 7000er Serie. Soweit ich da jetzt richtig informiert bin. Und natürlich 20 GB Festplattenspeicher. Logisch, das ändert sich natürlich. Interessant finde ich aber einen Überblick, wie viel FPS denn in der Alpha möglich waren. Natürlich kann man mit verschiedenen Treiberaktualisierungen, die ja erst in den nächsten Monaten stattfinden werden, wird man natürlich da noch einige FPS herausholen können. Wir wissen es noch von Battlefield 3, lief am Anfang bedeutend schlechter als jetzt zum Ende. Bedeutend. Ja, der ein oder andere mag sich da nicht mehr dran erinnern, aber es war tatsächlich so. Und in der Alpha war es auf jeden Fall so, dass man auf 73 FPS im Minimum, beziehungsweise 91 im Maximum kommt, wenn man 2 GeForce GTX 780 besitzt. Das sind 2x 600 Euro, sprich 1200 Euro für allein für die Grafikkarten, damit man dieses Spiel schön flüssig spielen kann. Als YouTuber hat man da ein Problem, weil Fraps ganz gern mal 50% der FPS abzieht. Sprich, mit 2 GeForce GTX 780 könnte man in der Alpha aufnehmen, wäre aber, selbst wenn man die ganze Zeit auf den maximal möglichen FPS spielen würde, ungefähr bei 50 FPS. Man würde also nicht mehr an der 60 kratzen, was recht problematisch ist. Ich spreche jetzt allerdings die ganze Zeit von den Ultra-Einstellungen, ist ja klar. Ich mit meinen 2 GTX 580 werde höchstwahrscheinlich ganz knapp ohne Aufzeichnung in der Alpha, ohne Treiber-Optimierung, auf ca. 60 FPS kommen, beziehungsweise würde. Ich habe die Alpha natürlich nicht. Das finde ich schade, weil ich würde ganz gern Battlefield 4 auf Ultra spielen, aber kann ich höchstwahrscheinlich mit meinen Grafikkarten und Aufnahme dann nicht. Aber es wird höchstwahrscheinlich auch in den niedrigsten Einstellungen noch immer schöner aussehen als Battlefield 3. Und da werde ich dann höchstwahrscheinlich kein Problem mehr haben. Also Leute, rastet jetzt nicht aus, kauft euch nicht direkt einen PC für 3000 Euro, sondern wartet erstmal auf die ersten offiziellen Benchmarks und dann entscheidet ihr, ob ihr euch was Neues kauft, beziehungsweise ob ihr euch Battlefield 4 kauft. Und das ist genau das,
der Punkt, wo ich noch einmal darauf zu sprechen kommen will, bestellt euch kein Spiel vor. Nie. Auch nicht Battlefield 4. Auch nicht, wenn ihr davon ausgeht, dass ihr auf jeden Fall extrem lang, extrem viel Spaß an diesem Spiel haben werdet. Ihr pumpt sehr großen Firmen mit sehr großen finanziellen Mitteln schon vor Release eines Artikels die gesamten Entwicklungskosten und Gewinn in den Po. Stellt euch vor, ihr baut etwas. Ihr seid mit Elan dabei, alles ist gut und plötzlich bekommt ihr von irgendwoher alles Geld, was ihr investiert habt und noch mehr, könnt euch plötzlich ein dickes Auto kaufen. Ich behaupte einfach mal, da seid ihr mehr damit beschäftigt, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, als weiter euch zu konzentrieren auf dieses Produkt, das ihr gerade entwickelt und es weiter besser zu machen. DICE, muss ich sagen, ist ein ganz guter Verein. Ganz klare Sache, gegen DICE möchte ich da nichts sagen, weil ich glaube, die Jungs sind da echt mit viel, viel Elan und viel Herz dabei, Battlefield immer größer, immer schöner, immer besser zu machen. Aber bei EA bin ich mir da eben nicht ganz sicher und deswegen, es ist eben auch schwierig, wenn ihr euch das Spiel vorbestellt und ihr habt es schon ausgegeben und ihr stellt dann am ersten Tag oder am zweiten Tag fest, Kacke, das Spiel ist ja scheiße. So, dann könnt ihr jetzt natürlich einen Aufschrei starten. Ihr könnt überall schreiben, oh, das Spiel ist doch scheiße, das ist total kacke, das macht überhaupt keinen Spaß. Aber ihr könnt euch nicht mehr entscheiden, ob ihr dem Publisher und Entwickler das euer Geld gebt oder nicht. Und demnach wird der Publisher zumindest noch einmal einfach so weitermachen wie bisher. Und entweder er hört auf das, was die Spieler gesagt haben, das interessiert aber meistens eher weniger, sondern meistens interessiert nur das Finanzielle. Oder aber er richtet dann die Spielereihe zugrunde, weil er nämlich beim nächsten Mal sich wieder recht wenig Mühe gibt, dann aber plötzlich die Verkaufszahlen viel geringer sind, weil die Leute nämlich vom letzten Teil so enttäuscht waren, es da aber in den Verkaufszahlen noch nicht ausdrücken konnten, weil sie eben schon im Vorhinein ihr gesamtes Geld in dieses Spiel gepumpt haben, obwohl sie es noch gar nicht kannten. Oder sie werden ein gutes Spiel machen und trotzdem kauft keiner. Weil eben jeder misstrauisch geworden ist. Also euch bringt es letztendlich absolut gar nichts, bis auf vielleicht 2-3 Tage frühere Spielzeit, wenn ihr es vorbestellt. Gerade heutzutage ist es ja echt kein Problem mehr mit den meisten Internetverbindungen. Die meisten Leute haben da kein Problem, sich das Spiel innerhalb von ein paar Tagen runterzuladen. Wartet bei jedem Spiel, auch bei Battlefield 4, bis zum Release, bis ihr erste ehrliche Meinungen gehört habt, nach Möglichkeit nicht von größeren Vereinen, nenne ich sie jetzt einfach mal, sondern zum Beispiel von kleineren Menschen, YouTuber, sage ich jetzt einfach mal meinen Namen, weil die sind meistens einfach komplett unvoreingenommen, denn die meisten zumindest bekommen eben dieses Spiel nicht umsonst und haben dieses Spiel eben auch bezahlt und werden dann höchstwahrscheinlich innerhalb der ersten Tage direkt ihren Unmut zum Ausdruck bringen, wenn dieses Spiel nicht gefällt, oder werden eben eine Kaufempfehlung direkt oder indirekt aussprechen und dann kauft ihr das Spiel. Dann habt ihr das Spiel vielleicht erst eine Woche nach Release, aber ganz ehrlich, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Klar, als YouTuber wie ich, wo Battlefield einfach ein großer Teil des YouTube-Channels ist, da macht es Sinn, direkt am ersten Tag dieses Spiel zu besitzen. Ansonsten würde ich aber definitiv warten. Ich würde ein paar Tage warten, mir erstmal Meinung reinholen und dann würde ich mir das Spiel kaufen oder eben auch nicht. Das war das Wort zum Mittwoch. Ich würde sagen, es reicht jetzt erstmal mit Battlefield 4. Ich habe jetzt über eine halbe Stunde geredet. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig. Wenn es euch nicht zu langweilig war, wenn ich weiterhin so eine Diskussionsründchen machen soll hier in diesen Zockpots,
dann gebt gerne einen Daumen hoch oder zeigt auch dem einen oder anderen dieses Video. Das ist immer schön, immer toll. Wachstum ist was Schönes, sag ich jetzt einfach mal. That's what he said. Ja, ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos und in einem nächsten Zockport, wo es dann rein wieder um News gehen wird und nicht um Battlefield 4, vielleicht in einem kleinen Teil, aber eben wieder um unterschiedliche Dinge. Es hat mir viel Spaß gemacht heute. Ich wünsche euch was. Kommt gut durch die Woche, ins Wochenende. Nehmt nicht zu viele Drogen und habe ich das gerade gesagt? Ja, das habe ich gerade gesagt. Ich meine natürlich, mit Drogen meine ich die Computerspiele. Ist ja eine positive Droge. Und ja, haltet alles steif, was steif gehalten werden muss.